Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Hearthstorm, der Fluch von Naxxramas. Das Konstruktviertel hat sich heute Nacht geöffnet. Wir haben es jetzt 2.14 Uhr. Ich habe nur darauf gewartet, dass sich das Viertel öffnet, damit ich wieder für euch aufnehmen kann. Und ich will auch unbedingt wissen, wie es hier weitergeht in Naxxramas mit dem geilen Duellen. Und ich würde sagen, ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme gestartet, aber irgendwie hat es nicht aufgenommen. Wir wählen einfach mal die Herausforderung und hier sieht man schon, es gibt im Konstruktviertel 4 Bossgegner, die wir bekämpfen müssen. Ich habe auch gerade schon den ersten Kampf gegen Flickwerk gemacht, denn Flickwerk heißt der Gegner, aber den habe ich kläglich verloren. Ich entschuldige mich dafür, dass ich das jetzt schon kenne und weiß, was da passiert, deswegen zeige ich euch das auch nochmal, wie ich gerade gespielt habe. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Flickwerk, diese kolossale Monstrosität ist Kel'Thuzads Abgesandter des Krieges. Hört zu, wieso? Wenn ihr jetzt aufgebt, befehle ich Gotik, euch nicht die Seele aus dem Leib zu reißen. Wieso sagt er das da nochmal, aber bei Flickwerk nicht? Ne, bei Flickwerk sagt er nicht mehr. Es tut mir ein bisschen leid. Na gut, hasserfüllter Stoß, Heldenfähigkeit vernichtet einen Diener. Das ist echt eine scheiß fiese Fähigkeit, denn damit setzt du einfach mal 4 Mana ein und eins von unseren Monstern ist tot. Wir wählen mal aus und wir nehmen erstmal, ich habe vorhin den Paladin genommen, den nehmen wir jetzt auch nochmal. Und dann zeige ich euch mal, wie das vorhin gelaufen ist. Mit dem Paladin kann ich übrigens sagen, ich habe es nicht geschafft. Gegen Flickwerk! Flickwerk spielen möchte! Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Das können wir mal so nehmen, wie es da ist. So eine gute Hand hatte ich beim letzten Mal nicht. Und ihr seht schon, Flickwerk hat eine Waffe mit 8 Anwendungen und jeder... Ja, da geht's schon los. Direkt den ersten Schlag fressen wir. Direkt 5 Schaden und 7 Anwendungen hat das. Und wenn die Waffe zerstört wird, kommt die direkt wieder. Dafür hat er aber keine einzige Karte, die er ziehen kann. Also er hat kein Monster. Und gibt uns somit ein wenig die Möglichkeit, dagegen zu halten. Allerdings jetzt auch nicht so weltbewegend. Ich habe auch vorhin, ich wollte eigentlich gerade vorhin in der Aufnahme noch ein Deck zusammengebaut haben. Das habe ich ja auch gemacht, um mit dem klarzukommen. Das hilft mir jetzt noch nicht ganz so viel. Wobei, ich könnte theoretisch, mache ich das jetzt schon? Er hat schon 2 Mana gleich 3 Mana und dann, wenn er 4 Mana hat, macht er den weg. Das ist natürlich unschön. Deswegen muss ich es jetzt machen. Wir spielen ihn. Um ihn einfach schon mal stärker zu machen für die nächste Runde. Und ihm dann schön einen auf die Mappe zu klatschen. So, denn in der nächsten Runde zerstört er den direkt und das ist natürlich dann unschön, unschön. Wobei, das ist auch ein bisschen blöd. Wenn ich den jetzt so spiele. Ja, komm, muss ich aber machen. Machen wir es so. Wir müssen sehen, dass wir eine Rush-Taktik machen gegen den. Also ziemlich viele kleine Viecher oder halt ziemlich viele Tanks machen, mit denen er nichts machen kann. Jetzt seht ihr es, der zerstört einfach den Scheiß aufs Gottesschild. Und da bin ich gleich auch schon wieder weg. So, was machen wir jetzt? Wir haben immer noch keine 5 Mana. Das heißt, ich gebe ihm einmal hier einen so auf den Sack. Dafür bin ich. So, sind auf 15 runter. Wir sind gleich auf 5 runter. Das ist nicht so schön. Und im Grunde sind wir auch gleich tot. Denn jetzt wird er gleich mit seiner Heldenfähigkeit... Moment. Ne, das bringt aber nichts. Wenn ich den setze, macht er den mit seiner Heldenfähigkeit weg. Wenn ich den spiele, haut er mich so weg. Im Grunde, wir haben schon verloren. Und da seht ihr, wo das Problem bei... Ja, ist klar. Da seht ihr... Entschuldigung, ich habe das Fenster noch auf. Deswegen schuldigt bitte den Krach. Aber... Ihr seht schon, das ist wirklich so ein Spiel, da muss man mit Tanks arbeiten, weil man sonst überhaupt keine Chance hat zu gewinnen. Und Flickwerk will ja im Grunde auch nur spielen, so wie er sagt. Ja, das kriegen wir hin. Wir machen ihn direkt nochmal. Wir nehmen jetzt das Magier-Deck, denn das Magier-Deck habe ich gerade in der Aufnahme ein bisschen bearbeitet. Ich kann euch das auch mal eben zeigen, was ich ins Magier-Deck reingepackt habe. Und zwar habe ich im Magier-Deck, wo ist es da?
im Magier-Deck habe ich drin zweimal die Eislanze, einfach um Flickwerk zu blockieren, dass er nicht angreifen kann. Dann zweimal das Spiegelbild, zweimal den kleinen Tank, dann zweimal den Tank, zweimal den Frostblitz, um Flickwerk auch damit aufzuhalten. Dann habe ich drin zweimal diesen Spotter, zweimal die Eisbarriere, die natürlich auch ganz geil ist, um ein bisschen Schaden abzuhalten. Wieder ein Spotter, zweimal, den zweimal, den zweimal. Der ist auch ganz geil hier für diesen Kampf. Den hat man ja vorher schon in Naxxramas bekommen als Belohnung. Und der ist halt ganz geil. Selbst wenn der zerstört wird, dann kriegt Flickwerk trotzdem kein Monster aus Fell, weil er einfach keine Monster hat. Und deswegen finde ich es ganz geil. So als Finisher vielleicht Feuerbälle, wenn wir gerade mal ein bisschen Zeit haben, die Feuerbälle rauszuhauen gegen ihn. Zweimal natürlich diesen Spot, zweimal den Wächter von Mugushan als 1-7er Spotter. Dann natürlich die Monstrosität habe ich auch einfach mal reingenommen, allein aus dem Grund, weil die halt, wenn sie stirbt, auch zwei Schaden an ihm verursacht, zwar auch an mir, aber das, damit muss ich dann wohl leben. Ja, und Pyroschlag dann auch nochmal zweimal für den Fall, dass wir überhaupt bis 10 Mana-Kristalle kommen sollten. So, jetzt würde ich sagen, testen wir das Deck mal. Einmal ins Solo-Abenteuer hinein, wir wählen natürlich Naxxramas und Flickwerk bitte. Attacke. Flickwerk, jetzt bist du fällig. Gegen Flickwerk! Flickwerk spielen möchte! Ihr habt es so gewollt. Ja, die zwei großen Tanks nehme ich natürlich weg. Sehr schön, für Runde 1 haben wir schon mal die Eislanze, um ihn da aufzuhalten. Und dann, wenn wir ihn aufgehalten haben, können wir natürlich dann sofort den ersten Spotter spielen, wo er sich schon den ersten Schaden fängt. Ja, das sieht doch schon mal nach einem Plan aus. Da würde ich doch einfach mal sagen, wobei, macht das Sinn, das jetzt schon zu machen mit der Eislanze? Nein, eigentlich macht es noch gar keinen Sinn. Sinn macht das eigentlich erst, sobald er seine Fähigkeit benutzen kann. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir als erstes sofort den Spotter. Da hat er sich nämlich dann schon mal den ersten Schaden reingezogen. Jetzt ist das Problem, wenn wir ihn jetzt nicht blocken. Ja, wobei, dann macht er in der nächsten Runde macht er das Ding kaputt. Oder wir warten. Na, ja, das bringt auch nichts. Was mache ich denn? Lasse ich den Schaden durch? Ne, wir blocken ihn sofort. Sehr schön. Das war so viel zu seinem Zug. Ja, und in der nächsten Runde kann er den sofort tot machen. Das ist ein bisschen beschissen. Das heißt, wir spielen ihn. Dass wir da ein bisschen den Schaden blocken. Da kann er nämlich dann ein bisschen gegen die Eisbarriere dranhauen. Das ist ganz gut. Und wir können jetzt zwei Tanks spielen. Wobei er dann nur einen von kaputt machen wird. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass er mit seiner Heldenfähigkeit den Affen wegmachen wird. Oh, doch nicht. Ja dann. Jetzt müssen wir ihn wieder blocken können. Nein, ich möchte im Moment nicht mehr spielen. Oh gut, das sind auch wieder zwei. Warte mal, wir haben fünf. Das ist doch super. Die zwei. Und den raus. Ja klar, dass er den nimmt. Das war ganz klar. Und ihr merkt schon, das ist echt auch so mit den Tanks, ist das echt ein harter Kampf. So langsam gehen uns aber auch die Tanks aus. Ich hätte vielleicht auch noch Kartenziehsachen holen sollen. So, er hat noch 24. Na, damit kann ich ja jetzt gar nichts anfangen. Die Pyroschläge sind echt zu früh. Ja, jetzt kriegen wir nämlich sofort die nächsten zwei Schaden. Andererseits, was, ja, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts, wenn ich nicht einfrieren kann. Ja gut, wenn er angreifen will, soll er das machen. Was? Achso. Oh. Boah, ich habe jetzt gerade schon Angst gekriegt, dass er jetzt doch ein Monster auf die Hand gekriegt hat. Heiliger, ja, Gesangsfeind. Feuerball. Müssen wir ihm reinprügeln. Wir müssen so viel Schaden machen, wie es geht. Ich glaube, wir haben gewonnen. Liebe Freunde, weil in der nächsten Runde kann ich einen Pyroschlag raushauen. Mit 10 Schaden.
Ja, das ist doch super. Dann würde ich doch einfach mal sagen, hier, komm. Nimmst du einmal den. Wieder eine Runde aufgehalten. Und jetzt mit Pyroschlag. Na, dann hat er immer noch ein Leben. Aber gut. Oder wir machen es... Ja, den macht er kaputt, ne? Mit seiner Fähigkeit. Wir versuchen es trotzdem. Ach scheiße, ich hätte doch schießen können. Ich Depp, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte ihn noch erschießen. Oh nein. Jetzt kriegt er uns vielleicht doch noch kaputt, was? Bitte, bitte, bitte nicht. Ah, gut, der Eislanze. Dann haben wir es jetzt geschafft. Boah. Was ein Arschkampf, ey. Ja, dann war das auf jeden Fall doch ganz gut, was wir da gemacht haben. Mit dem Tankdeck. Mein Abgesandter des Krieges. Ich hätte ihn wohl doch aus besseren Abenteuern zusammennähen sollen. Ja, und ihr merkt schon, es ist doch schon recht knackig hier. Also ich bin ja echt mal gespannt, wie es weitergeht hier in dem Konstruktviertel. Das Konstruktviertel war auch bei World of Warcraft recht haarig gewesen. An Flickwerk kann ich mir auch noch erinnern, das war der Boss, wo der man bei 10%, wenn man den auf 10% runter hat, oder war es schon 20%, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, wo man da richtig Schaden reinbekommen hat und da musste man sehen, dass man wirklich alles raushaut. Ja, wir gucken jetzt erstmal, was wir für eine Karte bekommen von ihm. Flickwerk besiegt. Oh, der Totengräber, die Karte, die uns auch schon ein bisschen was an Nerven gekostet hat. Das heißt, wenn der auf dem Feld wird, jedes Mal, wenn ein Todesröcheln-Monster gespielt wird, kriegt er 1-1 drauf. Das ist natürlich sehr geil, wenn man sich mal ein Todesröcheln-Deck zusammenstellen möchte. Ja, auf jeden Fall. Freut mich. Ja, und damit würde ich sagen, ist dann auch der erste Part von Hearthstone, der Fluch von Naxxramas im Konstruktviertel beendet. Ist auch wieder ein relativ kurzer Part mit 12 Minuten, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie man den besiegen kann. Okay, es ist jetzt non-heroisch, ne? Heroisch, die Durchgänge, die werden auf jeden Fall auch noch kommen. Und ja, da bin ich mal echt gespannt drauf, wie schwer Flickwerk dann auf Heroisch sein wird. Gut, liebe Freunde, ich hoffe, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Ich verabschiede mich bis in 2 Tagen von euch und wünsche euch bis dahin alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!